Rudolf Endorphin Team zur Aufgabe gemacht, ja, ein möglichst leichtes Bike zu bauen, was aber dann auch den Ansprüchen eines sehr anspruchsvollen Fahrens gerecht wird. Da denke ich, begrüßen wir einfach mal hier die beiden jungen Herren. Du bist der? Der Björn von Endorphin und zu deiner Rechten der Marco von Rolof. Ja, erzähl einfach mal so ein bisschen über das Projekt, was ihr vorgemacht habt oder wie so die Idee entstanden ist. Ich gebe dir einfach mal das Mikro und dann schießen wir mal los. Ja, vielen Dank. Von Anfang des Jahres kam Rolof auf uns zu mit der Idee, ein Bike zu bauen für die Teamfahrer, um einfach für einen einheitlichen Auftritt zu sorgen. Den Fahrern, die sonst Probleme haben, vernünftiges Material zur Verfügung gestellt zu bekommen, ein Bike zur Verfügung zu stellen für die Rennen wie jetzt hier in Willingen oder auch Transalp Challenge, das Ganze qualitativ hochwertig zu gestalten. Ja, ein Punkt dabei war einfach, dass wir in der Vergangenheit sehr viele einzelne Fahrer hatten, die wir ausgestattet haben, und aber eben es nicht geschafft haben, ein einheitliches Team zu bilden, weil es eben sehr aufwendig ist. Und da haben wir eben mit Endorphin einen sehr guten Partner gefunden und eben versucht, jetzt in kurzer Zeit da ja, ein komplettes Bike auf die Beine zu stellen. Also letzten Endes das, was der Fahrer früher immer für sich alleine entscheiden musste. Er musste suchen, wo kriege ich meine Speichen her, wo kriege ich die Felgen her, wo habe ich ein bisschen Gewichtsvorteile beim Rahmen. Da habt ihr jetzt gesagt, komm, das machen wir erstmal als Universallösung. Da nehmen wir den Fahrern die Arbeit ab und suchen uns wirklich ein Team zusammen, was dann in dem Rahmen professionell richtig Gas geben kann und ja, mit möglichst wenig Gewicht dann auch die Fahrer auf Strecke schickt. Ja, professionell ist natürlich nur eingeschränkt, weil wir sind eine kleine Firma und haben deswegen eben auch nicht das Budget, um ein Profiteam ins Rennen zu schicken. Und dieses kleine Sponsoring, das richtet sich eben jetzt an ja, Semi-Professionelle, also eigentlich an ambitionierte Hobbyfahrer. Ja, davon haben wir heute Morgen auf jeden Fall richtig, richtig viele auf der Strecke gesehen. Knapp 2000 Starter sind dort gewesen. Ihr habt selber doch den einen oder anderen auf der Strecke gehabt, die wahrscheinlich dann auch mit den Rädern ordentlich Gas gegeben haben oder Gas geben konnten, weil am Berg, die wir hier in Willingen ja zu häufig haben, doch das Gewicht auch schon viele Sekunden gut machen kann, oder? Ganz genau. Und heute Morgen beim Aufstehen haben wir schon mit einem kleinen Grinsen das Ganze wahrgenommen, weil es hat geregnet, wie immer in Willingen irgendwie, das ist typisch. Und da sagen wir scherzhaft immer, ja, es ist Speed-Up-Wetter, weil dann haben die Kettenschalter eigentlich immer ein bisschen Probleme und dann kommen die Vorteile von so einer Rohloff-Getriebenau eben wirklich voll zum Tragen. Und da haben eben unsere Teamfahrer, die können ja vielleicht mal hier auf unsere linke Seite kommen, das ist einerseits der Frank Regge, hier, das ist der Michael Opper, der Ralf Kropp, die Daniela Barkhold, der Martin Moritz und last but not least die Gysi. Gysi ganz besonders zu erwähnen, weil die ist nämlich jetzt gerade vor kurzem erst von der Tour de Frick zurückgekommen. Ich weiß nicht, wer das kennt von euch. Also eine ganz, ganz spektakuläre Tour durch Afrika von Kairo bis nach Kapstadt. Und da ist Gysi als eine der Top-Finisherinnen eben ins Ziel gefahren. Und wie konnte es anders sein, auch mit einer Rohloff-Narbe. Tour de Frick, das sind 12.013. Wie viele Kilometer durftest du da auf diesen, ja, leichten Flitzer quer durch den Kontinent fahren? Knapp 12.000. Boah, 12.000. Und ja, wahrscheinlich problemlos. Ja, genau, hier. Ja, sag mal so, 12.000 Kilometer fahre ich auch in ein, zwei Jahren. Wenn ich richtig Gas gebe. Und hast dann quasi das Material richtig bis zum Anschlag getestet und auch gefordert. Genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe kein einziges Mal Probleme gehabt mit der Rohloff-Narbe und ja, war perfekt. Super. Also das spricht hinten Ritzenwechsel und so weiter, steht alles gar nicht mehr an. Wie läuft das? Man muss einmal im Jahr oder nach einer gewissen Kilometeranzahl Ölwechsel machen? Ja, also ganz ohne Wartung geht es bei uns auch nicht. Das beschränkt sich allerdings, wie du schon gerade gesagt hast, auf einen Ölwechsel im Jahr, beziehungsweise alle 5000 Kilometer. Wenn das jetzt bei so einem Rennfahrer wie bei der Gysi ein bisschen großzügig gehandhabt wird, wenn das Rad eben die ganze Zeit ständig bewegt wird, sollte man natürlich auf den Kettenverschleiß achten und die Ritze, aber der Ölwechsel an sich kann dann eben schon mal ein bisschen hinausgezögert werden. War das das Fahrrad, womit du unterwegs gewesen bist? Die Gysi ist jetzt ganz neu im Team, das heißt, das ist eine Option für sie eben auch, für die Zukunft. Die ist jetzt noch mit einem anderen Rad unterwegs gewesen, das ist eine andere Geschichte. Aber das Rohloff
Getriebe ist sie natürlich trotzdem gefahren in der Tour d'Afrique. Super. Und du bist jetzt quasi neu ins Team aufgenommen, quasi mit dieser hervorragenden Leistung, die du in Afrika gezeigt hast. Und dafür auf jeden Fall schon mal herzlichen Glückwunsch von unserer Seite aus. Wir haben ja natürlich noch mehr Kollegen mitgebracht, die zu einem Team dazugehören, weil so ein Fahrrad besteht ja nicht nur aus Rohaufnahme und einem schönen Rahmen, sondern man braucht noch einiges an Equipment, was dazukommt. Ganz klar, so ein Fahrrad besteht ja nicht nur aus dem Antriebsstrang, sondern eben aus dem Rahmen. Das ist jetzt Endorphin in dem Fall, ein leichter Aluminiumrahmen und mit passenden Ausfallende für Rohluft, damit man keinen Kettenspanner mehr braucht, sondern ein verschiebbares Ausfallende hat. Aber das Ganze muss auf stabilen Beinen stehen. Dafür sind eben gute Felgen, leichte Felgen notwendig. Die haben wir von der Firma Rigida, beziehungsweise Deutschlandvertretung von Rigida. Das ist die Firma Sandmann, der Frank Sandmann, hier in gelber Jacke, zur Verfügung gestellt bekommen. Und damit das Ganze eben die Verbindung von der Felge zur Narbe bekommt, haben wir natürlich Speichen, besondere Speichen, CX-Ray-Speichen von der Firma Sapien aus Belgien. Das ist der Klaus Grüter hier mit der Kappe zur Verfügung gestellt bekommen. Weiterer Punkt, damit das Ganze eben nochmal sein i-Tüpfelchen bekommt, das Fahrrad ist jetzt in schwarz-rot gehalten, sind eben die Speichen, Nippel, das sind Tune-Nippel aus Aluminium, die kamen, wie der Name schon sagt, eben von der Firma Tune, wie eben die anderen roten Anbauteile auch noch. Wo wir jetzt die ganze Zeit über Gewicht reden, lass mal die Katze aus dem Sack, was wiegt so ein Teil? Also man versucht ja immer alles rauszukitzeln, aber das hat alles seine Grenzen. Das heißt, das sind Rennfahrer, die belasten das Material entsprechend auch. Und erfahrungsgemäß liegt so bei 10 Kilo liegt einfach die Schaltgrenze bei einem normalen Fahrrad mit Kettenschaltung. Für die meisten Rennfahrer ist die Rohloff-Narbe immer ja, so ein Klotz am Bein. Und mit dem Fahrrad haben wir aber jetzt bewiesen, dass es eben gar nicht so ist. Denn das Fahrrad hat hier 9,8 Kilo, so wie es hier steht. Und das ist eben ein Top-Ergebnis. Das Fahrrad ist renntauglich mit Reifen, mit Schläuchen, damit man eben auch Pannen ganz einfach im Rennen auch entgegnen kann. Ne? Das heißt aber auch, noch weniger Gewicht wird kompliziert, weil da dann die Stabilität flöten geht. Und das sagt ihr, wollt ihr auf keinen Fall, denn Sicherheit geht vor. Genau, die Leute sollen ja ins Ziel kommen und nicht irgendwo auf der Strecke stehen und mit kaputtem Material nach Hause schieben müssen. Ne? Richtig. Ja, eins haben wir noch vergessen, damit man so einen Parcours eben auch mal halbwegs komfortabel bewältigen kann, braucht man heutzutage natürlich eine Federgabel. Auch die muss gut funktionieren und da wollen wir die Firma Magoba natürlich nicht vergessen. Der Martin Schäfer hat es leider nicht geschafft, hier zu sein, aber die haben eben noch die Federgabel, MD100 SL und natürlich die Bremsanlage dazu gegeben. Super. Also, ein komplettes Bike, super leicht. Super, ich sag's trotzdem professionell, denn so wie ihr auftretet als ein Team, ist das schon ja, wirklich sehr beeindruckend. Ein Ziel vor Augen, ein sehr leichtes Bike, stabil, so wie es sein soll für jeden Rennfahrer zu ermöglichen. Wo kann ich euch finden hier auf der Messe? Ihr habt ja wahrscheinlich auch irgendwo einen Stand, wo ich mir sagen kann, komm, das Bike, das möchte ich mal selber in die Hand nehmen, einmal hochheben, vielleicht mal draufsetzen. Genau, die kleinen Besonderheiten von dem Bike kann man sich bei uns am Stand bzw. bei der Firma Endorphin hier im Bereich G, also auf der linken Seite im hinteren Bereich vom Festivalgelände angucken und da stehen auch noch andere Bikes, die man dann eben auch mal Probe fahren kann. Schön, dann sage ich Dankeschön hierfür. Wenn noch Fragen sind, kommt gerne zum Stand von Rohloff Endorphin. Du bist immer da? Wir sind soweit immer da. Ich möchte mich auch nochmal offiziell bei den Sponsoren bedanken. Das war eine sehr schnelle, sehr gute Zusammenarbeit und das ist leider nicht immer so oder ist eben nicht normal in der Branche, so ein Fahrrad in so kurzer Zeit eben so unkompliziert zusammenzustellen. Vielen Dank nochmal. Kurze Wege unter den Balkan und dann mit so einem schnellen Rad sind die kurzen Wege noch schneller bewältigt. Wie gesagt? Jo, vielen Dank an dich, dass du uns ein bisschen Zeit auf der Bühne gesponsert hast und euch noch ein schönes Festival. Ciao, macht's gut. Danke.